Tour in Heidelberg. Immer noch schönes Wetter, es ist Sonntag. Im Hintergrund seht ihr Halbfinale der Männer, also das Überraschungsteam, wie auch beim Outplus vor in 2 Monaten. Das Team Krebswilk. Und ich habe mir Jelle mal geschnappt. Erzähl doch mal, ihr seid jetzt Fünfte geworden. Ja, voll geil. Aus der Quali direkt auf den 5. Platz. Das erste Mal auf dem Smartphone. Erzähl mal, wie war's und wie war denn das letzte Spiel, weil das war ja auch nicht in unseren Kameras. Ja, hat voll Spaß gemacht. Wir hatten keine Favoritenrolle, wir sind hier die Kleinen da. Ja, und das letzte Spiel war scheiße. 0-2. Ja, war deutlich, war auch irgendwie, hat die Kraft gefehlt. Ja. Und ihr konntet nicht, wie in den Spielen zuvor, immer noch nach Rückstand Gas geben. Ja, beim letzten Spiel gegen Eichler Hoppe waren wir im 3. Satz auch 5-1 oder 6-1 sogar hinten, haben den Satz noch gewonnen. Ja. Aber diesmal hat uns die Kraft gefehlt und ja, da war schnell 2-0 vorbei. Genau, ihr habt ja auch ein paar Spiele gemacht. Ja. Gut, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt hast du erstmal Pause. Ja, also ich bin jetzt zu Hause, 3 Wochen lang noch. Das ist doch schön. Nächste Woche spiele ich eventuell noch einen Abschluss in Kopien. Schau ein bisschen bei der Smart in Leipzig zu. Boah, dann kommt St. Peter. Und dann mal schauen. Vielleicht Köln, wenn man reinkommt. Also St. Peter spielt es dann auch wieder mit Annika? Ist noch nicht sicher. Okay, weil das hat aber nichts mit Unstimmigkeiten zu tun, sondern wegen Vorbereitung für? Ja, für die EM, wo Annika spielt, U20. Gut, also dann sehen wir uns in Leipzig in Zivil. Ich denke schon. Dann zeigst uns mal den Court und wie das alles so läuft. Ja, gerne. Dann genieß den Resttag noch und den Erfolg. Danke. Bis dann. Tschüss.